Seit dem vergangenen Mittwoch geht sie wieder los, die Jagd um das Herz der Bachelorette. 20 Single Boys machen nun im TV der Junggesellinnadine Klein, 32, den auch Ex-Bachelor-Kandidatin Claire Lazioun, 27, verfolgt gespannt die Ereignisse in der Kuppelshow, doch ganz unbefreit kann sich die frisch getrennte Beauty die rege Flirterei nicht ansehen, bei ihr weckte die erste Sendung auch viel nostalgische Gefühle. Das Mitfiebern mit den Kandidaten geht nicht spurlos an Claire vorbei, ihre eigenen Erfahrungen beschrieb sie jetzt auf Instagram, die erste Nacht der Rosen werde ich wohl in meinem ganzen Leben nie wieder vergessen. Damit verbinde sie einfach so viele schöne Momente und Erinnerungen, die sie für immer im Herzen tragen werde. B. Gerade in diesen Tagen, Wochen, wo man als Zuschauer wieder selbst vor dem Fernseher sitzt, kommt einem die ein oder andere Erinnerung wieder hoch, fügte sie hinzu. 2017 nahm die 27-Jährige selbst an dem Format teil und gewann das Herz von Sebastian Banek, 31. Seit wenigen Wochen ist das einstige Traumpaar nun allerdings getrennt. Ob sie das Beziehungsende wohl doch noch nicht ganz verarbeitet hat, offiziell sollen sich Basti und seine Auserwählte einvernehmlich getrennt haben und schon kurz danach wieder ganz normal miteinander umgegangen sein. Allerdings betonte die Rastäterin schon zu Beginn der Partnerschaft, wie besonders und bedeutsam die Verbindung mit dem Rosenkavalier für sie sei.